Wir werden eine Preisaktion für Registrare fahren. Das hatten wir die letzten Jahre auch schon gemacht. Das hat sich sehr bewährt. Und hier eben auf die Mithilfe der Registrare hoffen, diese Preisvorteile, die sie in diesem Zeitraum haben, an ihre Kunden weiterzugeben, um einfach den Markt zu pushen und hier Bedürfnisse abzudecken. Aufgrund der Erkenntnis, die ich Ihnen vorher schon erklärt habe, diese Umfrage werden wir weitere Umfragen machen. Für uns war es so, dass wirklich ein Aha-Effekt aufgetreten ist, dass wir die Kunden, die wir haben, auch die Kunden der Registrare, viel zu wenig kennen. Und wir sind hier jetzt in Zusammenarbeit mit der Werbeakademie unterwegs und werden hier Konzepte entwickeln, um hier Möglichkeiten, neue Kenntnisse zu gewinnen über neue Umfragen. Wir haben auch ein Projekt gestartet, das wir Train the Trainers nennt. Das heißt, wir versuchen hier Institutionen wie in Österreich, die Wirtschaftskammer, Beratungsunternehmen oder ähnliche, einfach zu sensibilisieren, zu sagen, Domains ist wichtig, sichere deine Domains, sichere deinen Namen im Netz, du kannst damit Vorteile, bevor es andere tun. Und sie glauben nicht, wie viele große Augen wir bei den Erstgesprächen, wie viel Unwissenheit bei Beratern, die in großen Unternehmen beraten, geerntet haben und so weiter. Also hier ist wirklich Bedarf für Aufklärung, für Unterstützung und für einfach Aktionen in diesem Bereich. Und last but not least, wir werden unsere Website, die AT-Partner-Seite, wo wir bewusst ins Leben gerufen haben, um Kunden auf diese Seite nicht zu locken, zu lenken und nicht auf die Negativseite relaunchen und weiter anpassen. Projekte, was gehen wir für Projekte im nächsten Jahr an? Ein wichtiger Punkt wird sein, wir wollen den Registrarvertrag oder das Geschäft mit den Registraren einfacher, transparenter und auch in einigen Bereichen im administrativen Bereich leichter machen. Deshalb arbeiten wir derzeit an einem neuen Registrarvertrag. Registrarvertrag ist nur das Produkt dahinter, aber im Prinzip werden sich einige Abläufe und Dinge in diesem Bereich verändern, sollte etwa im Mitte des Jahres bekannt gemacht werden. Wir sind auch unterwegs, gut unterwegs, bei unseren einigen Kollegen im hohen Norden bis hin in Asien, wo wir versuchen, oder ich versuche, wo wir um Unterstützung gebeten wurden, unsere Software zu benutzen und einzusetzen. Also wir haben zwei konkrete Projekte im Moment, wo CCTLDs die AT-Software einsetzen und wir sie einfach unterstützen in der Implementierung und auch in der Policy-Gestaltung. Wir werden bei Nikati direkt ein Prepaid-System einführen. Das heißt, bisher ist es ermöglicht, dass Sie auf unsere Website gehen, auf die Nikati-Webseite, dort eine Domain registrieren, wenn Sie etliche Dinge haben und einfach eine Rechnungsadresse angeben und wir schicken die Rechnung dann dorthin, in der Hoffnung, dass sie ankommt und dass sie auch bezahlt wird. Da steht auch oft Mickey Mouse in Entenhausen und die kommt da, welch Wunder, zurück. Wir werden hier ein Prepaid-System anbieten, das wir in den nächsten Wochen live schalten werden. Viele interne Verbesserungen, die Sie hoffentlich im Service, in der Qualität, in der Geschwindigkeit spüren, aber die ich hier gar nicht nennen möchte. Ein Projekt, das hier in Wien abgehandelt wird, ist ein Voice-over-IP-Notrufprojekt. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einem Notrufkonzept im Voice-over-IP-Bereich. Events, so wie dieser hier, auch das, wir sehen hier eine Verantwortung, auch hier die Community zusammenzuführen, diese Dienstleistungen zu erbringen. Wir werden wieder einen Registrartag, vermutlich im Herbst, abhalten, wo wir unsere Registrare informieren über neue Dinge, wo wir auch ein Come Together machen, eben auch interne Sachen diskutieren und Neuigkeiten vorstellen. Letztes Jahr hat es erstmals einen Domain-Rechtstag gegeben, wo wirklich eine kleine Gruppe Juristen, Richter sich zusammengefunden hat und hier einfach die ganz spezifischen Probleme und Dinge, rechtliche Aspekte von Domains behandelt hat, was sehr erfolgreich war, was sehr gutes Feedback war. Das wollen wir wiederholen. Wir sind bei der Initiative Sicher im Internet dabei. Diese Initiative ist mehr oder minder getrieben von Microsoft, aber es sind auch Partner wie die Bank Austria, eBay und andere dabei. Und wir haben auch gesagt, jawohl, wir wollen hier auch unseren Beitrag leisten mit Broschüren, mit Aufklärung, mit Roadshows durch die Länder, um hier einfach das Internet generell besser, sicherer zu machen.
Auch traditionell halten wir in Salzburg den IT-Business-Tag ab. Auch das hat sich in Partnerschaft mit Salzburg Research sehr gut bewährt und findet immer größeren Anklang. Ja, und last but not least bieten wir auch seit neuestem auch Inhouse-Registrar-Seminare an. Das heißt, wir kommen mit einer kleinen Mannschaft zu Ihnen, zum Registrar, und gestalten hier einen gemeinsamen Tag, lernen voneinander und lernen die Probleme kennen, und Sie lernen vielleicht ein bisschen von uns oder auch die Systeme besser zu verstehen. Ja, das sind die Erfolgsfaktoren, und wie würde man in der Technik sagen, nicht 10P, wie der Michael Nelson gesagt hat, sondern 3T, Technik, Team und Tempo, und das alles bei einem perfekten Boxenstopp. Das ist für uns der Service, der steht bei uns sehr hoch in der Wertigkeit. Service ist für uns ein wichtiges Messkriterium, für Sie, für Endkunden, für Registrare, für die ganze Community ist das für uns sehr, sehr wichtig. Ja, in Österreich eine bekannte Größe, Niki Lauda, was hat er gesagt? Wer am schnellsten in die Kurve geht, bleibt bei Domains auf der Überholspur. Und ich hoffe, wir werden das tun und werden die 1-Million-Grenze 2009 hoffentlich erreichen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würde ich sagen, fragen Sie Google oder fragen Sie Karl Pall oder fragen Sie mich. Dankeschön.